meine werten Zuschauer, Hardcore Heroes gegen die Augenzudrücker heißt es am heutigen Tage und wir schalten direkt einmal rein in den Teamkampf. Wir haben die Augenzudrücker heute angegriffen. Die Augenzudrücker haben 3 Trophäen. 3, 4, 2, 3. Ja, ich glaube 3 Trophäen. Wir haben. Wartet. 19, 3, 8. Ja, 3 Trophäen. Jetzt haben wir es perfekt. Wir haben 5 Trophäen, das heißt ein insgesamter Malus von 20% für unser Team. Und ich glaube, das müsste eigentlich machbar sein. Dürfte es nicht größere Probleme geben hier. Aber wer weiß, manchmal kann es ja immer noch zu den dümmsten Vorkommnissen kommen. Zeron wird hier von Maruse besiegt. Ice-T dreht den Kampf, dreht das Schicksal um. Keine Ahnung, wie man das nennt. Animatades wird jetzt hier für den Tod von Ice-T sorgen. Poshi am Start wird auch besiegt von Animatades. Heieiei, was war denn da los? Taz jetzt gegen Mika. Mika dürfte ihn besiegen. Jo, so ist es. Und jetzt Daraya gegen Delia. Delia wird nicht besiegt, sondern Delia besiegt Daraya. Und jetzt Quabbel. Sie wird unsere Delia besiegen, aber Quabbelix wird Squirrel im Gegenzug besiegen. So wird es jetzt öfters weitergehen, aber da wir ja zurzeit einen Heldenvorsprung von 7 Leuten haben, jetzt nur noch 6, dürfte es keine Probleme geben hier. Wow, da wurde er aber auch gestellt, er killt unser Held. Naja, toller Held jetzt am Start gegen XX, Epic Fail XX. Januschel wird ihn jetzt besiegen und Loco tritt in den Kampf. Ja, wir haben ja noch 5 Melonen, das heißt, hier dürfte nichts zu sehr anbrennen, meiner Meinung nach. Das dürfte ja alles locker flockig. Okay, jetzt Not Hot But Still Spicy Man macht hier einfach mal 3 Helden von uns platt. So schnell geht das natürlich auch. MX Vortex jetzt hier gegen Superwoman, unser Glied, besiegt jetzt nicht Superwoman, sondern wird besiegt. Eieieiei. Jetzt macht hier mir mal nicht noch Schande über mein Haupt, indem ihr hier den Kampf noch sehr spannend macht. Spannender als ich es wollte. Jackson wird jetzt hier von Delphi besiegt und Humming tritt in den Kampf. Wird von Delphi auch noch sehr gut besiegt, aber man muss da auch anmerken, Humming hat es sich nicht für diesen Kampf angemeldet. So, jetzt sind wir bei den letzten 5 von den Augenzudrückern. Und wie ich schon sagte, dieser Kampf wird hier nicht mehr allzu spannend. Wir werden den Kampf gewinnen und mit viel Ehre-Bonus aus dem Kampf hier hervorgehen. Kenovita besiegt jetzt hier Delphi. Und Checker XD besiegt im Gegenzug den Keno Vita. Melonen haben sie nicht aufgeladen. Das erleichtert unsere Arbeit noch ein wenig mehr. Ja, also die Stufen, die sind jetzt schon ziemlich imposant bei den Augenzudrückern. Jetzt schon höher als die bei uns. Und dazu noch der 20% Malus von uns. Aber trotzdem, wir haben so viele Leute noch. Und wir haben ja noch Melonen und alles und alles und alles. Und da werden wir das hier locker über die Bühne bringen. Intras könnte es jetzt hier sogar noch packen, Bert Spencer zu besiegen. Nein, schafft er nicht. Dies muss Nightmare übernehmen. Und Thorgrim startet hier in den Kampf gegen Nightmare. Ja, Wildbeast wird dann im Gegenzug wieder Thorgrim besiegen. Und ja, so geht das weiter. Ich glaube, bis Spiele trennt, werden wir noch kommen. Spiele drin hat er dann schon unsere erste Melone. Und das dürfte dann das Ende für Peace sein. Wildbeast jetzt hier gegen Thorgrim wird ihn ohne Probleme besiegen. Danach kommt Cruise Michel für die Augenzudrücker. Genau jetzt sehen wir ihn. Wildbeast wird Cruise Michel nicht besiegen können, aber dann komm ja ich. Ich, der Held, werde Cruise Michel besiegen und Peace ein wenig anknabbern, sag ich mal. Nicht falsch verstehen, ne? So, da bin ich auch schon mit meiner stylischen, mit meinem stylischen Nachtsichtgerät gegen Cruise Michel. Bam, bomb. Schön ausgewichen und jetzt schöner kritischer hinterher. Und jetzt kommt Peace, der letzte für die Augenzudrücker, wird mich jetzt hier gnadenlos besiegen, aber unser Spieletrend wird die Sache hier ritzen und wir gewinnen diesen Kampf. Schöner 11.000er Crit von der Melone.
Und das war's. 590 Ehre haben wir gewonnen. Das ist sehr schön. Ich freue mich und sage Tschüss. Bis zum nächsten Teamkampf.